Hallo und willkommen zurück zu Dwarf Fortress. So, hier unsere kleine Festung. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar habe ich nicht bedacht, dass der Handelswagen, der Händler, dass der 3x3 Felder umfasst, genauso wie unser Wagen hier. Deshalb wird das hier bei dem Handelsdepot nicht funktionieren, aber wir bauen einfach hier einen zweiten Eingang. So, da kommen dann die Händler durch, wenn wir unseren Handelsposten hier gebaut haben. Und den geben wir auch gleich in Auftrag. So, hier rein dann bitte. So, und bitte, ja, ruhig aus Holz. Okay. So, dann werden ja hier vorne unsere Quartiere errichtet. Dazu bauen wir auch Holz ab. Nicht Holz ab, bauen wir Türen und Betten werden auch bald gebaut. So, wir haben bereits einen Stuhl gebaut oder einen Thron, kann man sagen. Chair or Throne. So, der kommt jetzt hier oben in das Büro rein. Das wird nämlich, da wir haben noch keinen Tisch, das wird das Büro unseres Managers und Buchhalters. Das wird unser Expeditionsleiterbüro hier oben. Es gibt einige Sachen, für die braucht man einen Manager. Deswegen ist es wichtig, dass man den baut. So, und dann habe ich nochmal nachgeschaut. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Hier steht Maximum Barrels oder Max Barrel, Max Bin. Hier kann man die maximale Zahl an Fässern und Behältern einstellen, die hier eingesetzt werden sollen. Und hier gebe ich mal Max Bin ein. Also mit C und V kann ich das ändern. Ich stelle das mal auf 5. Ja, ist auf 5 und hier ebenfalls auf 5. Mit Shift-V, also mit großem V, kann ich dann maximale mögliche Zahl angeben. Also ist dann die Felderzahl. Und hier mache ich ebenfalls 5, aber auch 5 Fässer. Wobei nicht 5, nein, ich mache 10 Fässer. So, denn hier sollen ja vor allem auch Getränke gelagert werden. Damit verschiebt sich erstmal der Zeitpunkt dafür, dass wir ein eigenes Getränkelager brauchen. Okay. Dann haben wir das schon mal eingestellt und dann können wir auch mal bei unserem Expedition Leader schauen. Hier auf V für Units. Und da kann ich dann mal sehen, wer ist denn hier? Also da kann ich jetzt hier jeden einzelnen Zwerg mir anschauen. Erstmal, was wir für einen Beruf haben. Und da schauen wir uns gleich auch mal den Expedition Leader an. Da ist er schon. P für Eigenschaften. Da bei Labor. Moment. Muss ich den nochmal anklicken? Jetzt habe ich mich immer verklickt. Ja, das war der. Genau. P für Preferences, also für die Eigenschaften. Work Dogs. Da wollte ich reinschauen. There are no animals left. Okay. Ist das auch unser Tier? Kümmerer. Kann wohl sein. So, wir gehen nochmal rein und dann auf Arbeit. So. Und jetzt können wir hier einstellen, was er denn machen soll. Hier seine Jobs können wir uns hier anschauen. Also wie gesagt, wir haben ja auch den Lazy Noob Pack und da ist ja dann der Dwarf Therapist bei. Da kann man das auch einstellen. Und jetzt sehe ich hier, kann ich gar nicht einstellen, dass er Manager sein soll. Das hatte ich jetzt aber eigentlich erwartet. Na gut, ist auch egal. Den können wir zuweisen. Ach genau, das wird unser kleiner Denkfehler. Der Expeditionsleader, der wird nachher dem Thron hier zugewiesen und dem Tisch und damit wird er automatisch dann zum Manager. So. Okay. Dann lassen wir erstmal wieder laufen. Schau mal, ich habe mir hier einiges aufgeschrieben. Mal sehen, habe ich dann noch was aufgeschrieben, was ich machen wollte? Nein, soweit erstmal nicht. Die genannten Fässer und Kisten werden dann hier verteilt, wie man sieht. Genau, da wurde schon was hingeräumt. Hier kommen jetzt Fässer hin. Oh, was haben wir denn da? Seht mal hier. Rough Purple Spinels.
Okay, und was ist hier? Quarzit. Okay. Ich hab mir. Genau, ich habe mir hier vorne mal unsere Weide angeschaut. Die wird ja langsam ein bisschen platt getrampelt. Wir haben hier viele Tiere. Und da müssen wir dann in absehbarer Zeit mal darauf achten, dass wir das vergrößern. Genau, mir ist auch noch der Gedanke gekommen, dass eventuell unsere Gänge ein bisschen zu klein sein könnten. Das könnte für Konfliktpotenzial sorgen. Deswegen werden wir in Zukunft die Gänge alle mindestens 2 breit machen. So. Mindestens 2 am Anfang. Hier oben kommt natürlich eine Tür rein, deswegen wird das ein bisschen schmaler da sein. Aber später kommt dann auch eine Brücke hin und dann ist das sowieso egal, dass da vorne die Tür auf sein oder offen ist. So. Okay, ja, dann könnten wir das eigentlich aber auch schon mal. Moment. Nein, nicht N. D und X für Designation entfernen. So. Dann machen wir nämlich hier auch den Gang gleich breiter. 2 breit. So, das reicht. So, und dann machen wir hier nochmal die Quartiere neu. So, damit wir dann hier kein Konfliktpotenzial haben in dem Gang zu den Schlafgemächern, zu den privaten Gemächern hier. Wäre blöd, wenn die sich dann da die Köpfe einhauen würden. Okay. So, genau. Dann passt das wieder. Und weiter geht's. Ach so, Moment, genau. Haben wir hier eigentlich schon eine Zone für Müll? Ja, haben wir. Das ist hier unsere Garbage Dump, genau. Okay. Ja, das passt. Meeting Area müssen wir noch einrichten. Das war aber auch hier vorne schon gemacht, genau. Okay, ja, dann können wir. Ah, Moment. Wir müssten eigentlich vorne noch eine Zone haben, oder? Ist das hier noch eine Zone? Nein. Früher oder später müssen wir den Karren entfernen und das werden wir vermutlich schon diese Folge machen. Ja. Oben war gerade ein komisches Tier unterwegs, aber gut. Okay, ah, ich sehe auch schon, wir haben die erste Tür. Door, die kommt aber, ja, die kommt erstmal hier oben hin. Die erste Tür. Okay. Und dann schauen wir auch mal beim Mason vorbei. Ah ja, der baut weiterhin Türen. Carpenter hat gerade nichts zu tun. Dann 4, 3, 4, 5, 6, 7 Betten und dann unbedingt hölzerne Türen. So. Okay, damit wir dann unsere Quartiere einrichten können. Ah, sehr schön. Eine richtig schöne kleine Tür. Und ich glaube, die nächste Steintür, die bauen wir dann erstmal hier unten hin. Da. Solange ja hier unser Handelsdepot noch offen ist. Wär es fatal, wenn wir da keinen Eingang hätten oder keinen verschließbaren Eingang. Okay. So, Needs Architecture. Das müsste doch. Moment. Schauen wir uns mal den Mason an. Der Mason ist doch Carpenter. Expedition Leader, Fishery Worker, wir haben 2 Fishery Worker. So, der hier. Kann man da. Kann ich da nicht einstellen, dass er das macht? Belabor, Konstruktor, nee, ist nicht das, was ich wollte. Ja. So, den nochmal anklicken. Labor, Other Jobs. Da war es aber auch nicht bei. Doch, Architecture. So. Okay, da soll er sich dann drum kümmern. Um Architektur. Der ist dann unser kleiner Architekt. Okay, so in dem
In dem Stockbar hier vorne ist gerade kein Platz für Behälter, wie man sieht. Bisschen voll. Naja, wenn man da immer was reinräumt, ist da natürlich auch kein Platz, um da Behälter unterzubringen. So, wir haben aber jetzt die ersten Steintüren über. Die können wir dann auch mal unterbringen. So. Wie sieht's aus? Haben wir den ersten Tisch? Nein, immer noch nicht. Dann gehen wir nochmal zum Mason und sagen dem, dass er nach den Türen bitte, ja, drei Tische herstellen soll. Oder möge. So, und dem hier sagen wir, er möchte doch bitte noch ein paar weitere Türen herstellen. Wunderbar. Ja, und hier vorne müssen jetzt eigentlich die Kisten untergebracht werden. Wenn da mal der eine oder andere Zeit hat, da was hinzuräumen. Wir können ja schon mal schauen, was hier vorne drin untergebracht ist. Ich glaube, da passen fünf Gegenstände rein. Ah, da ist noch nichts untergebracht. Ah, da passt doch mehr rein. Hier haben wir ganz viel Plump Helmets. Sehr gut. Naked Mole Dog Meat. Okay. Höhlenfisch. Okay. Sehr gut. Fisch. Rum, rum, rum. Und Fleisch. Okay, wie sieht's aus mit unserer Küche? Die haben wir noch gar nicht. Moment. Kitchen. Doch, da haben wir sie noch. Kitchen. Klicken wir die mal an. Kitchen. So. Prepare fine meal, prepare easy meal. Vielleicht können wir das ja machen. Ich weiß nicht, ob das schon geht mit dem Material, was wir da haben. War denn das mit dem Fisch? Ach, das ging in der Fischerei, genau. Da bauen wir neue Workshops. Da müssen wir uns darum kümmern, dass der Fischer hier was zu tun hat. Mal sehen. Fishery, genau. Die, ja. Naja, gut, bringen wir die hier noch unter. Aus Quarzit, okay, warum nicht? Okay. Ja. Dann Siege Workshop, da können wir Krücken herstellen. Butcher brauchen wir, genau. Den brauchen wir noch. Okay, den Schlachter. Falls wir mal knapp am Essen sind, kann der sich dann drum kümmern. Ah ja, das ist hier unser Moment. Pause. Wo ist der jetzt verschwunden? Da ist der Carpenter. Der hat hier gerade unser Trade Depot gebaut. Okay. Okay, gut. Da können wir dann noch einiges einstellen, dass sich unser Buchhalter drum kümmert, oder unser Broker, das ist ja nicht der Buchhalter. Wie soll man den Broker übersetzen? Ich glaube mit Broker. Okay, so, hier läuft jetzt soweit erstmal alles. Wir können vielleicht schon mal weitere Türen einbauen. Da zum Beispiel Quarzittür und noch eine Quarzittür. Okay. Okay, ja. Dann müssen wir da mal noch weiter abwarten, dass da unten weitergebaut wird. Kurz, die Türen werden eingebaut und dann die anderen beiden, ja, die anderen fünf Räume bekommen dann Holztüren. So, den Stein dürften die da auch gerne mal wegräumen. Ja. Na. So langsam wird's ja was. Bett. Bett können wir schon mal einbauen. Platzieren, so, da kommt ein Bett hin. Das nächste Bett kommt dahin. Und das nächste Bett kommt dahin. Das nächste Bett dahin. Noch ein Bett dann dahin. Noch ein Bett dahin. Und noch ein Bett kommt dann dahin. Okay. Da haben wir dann unsere Betten alle platziert. Ah ja, ich sehe jetzt den Tisch. Der ist auch fertig. Und der kommt dahin. Und jetzt können wir den, ah Moment, da warten wir erstmal, bis der Tisch da ist. Dann können wir den Raum, wir
beziehungsweise den Thron oder den Stuhl jemandem zuweisen und das wird unser Expeditionsleader sein. Make Throne Room or Study, also ein Studiensaal oder ein Thron. Okay, und jetzt weisen wir den Stuhl jemandem zu und zwar, na, und zwar unserem Expeditionsführer. Okay. Der wird dann da sitzen und seine Arbeit aufnehmen. Der müsste dann der Manager sein. Der wird dann auch da sitzen und essen und trinken und sich da aufhalten. Okay, ah ja, wir sehen, die Schlafzimmer sind tatsächlich schon fertig, soweit mit Betten versehen. Und eigentlich auch schon vollkommen fertig. So. Wir müssen mal schauen, was das hier für ein Material ist. Dieser, was ist das für ein Material? Ist das vielleicht so ein Edelstein? Ich weiß es nicht. Es kann aber nicht schaden, wenn wir hier mal einen Stockpile dafür einrichten. Und zwar für, tja, für was machen wir den denn? Erstmal, nein, für Custom. So. Den bauen wir hier unten hin. Und da stellen wir dann mal ein, was da wohl rein soll. Achso, ja, hier stellen wir auch nochmal die Bins auf 5. So, Change Settings. Stone, würde ich jetzt erstmal sagen, wäre das. Aber ist es da unter dieses Panels? Ich sehe sie mal nicht. Jetzt muss ich natürlich noch den Namen im Kopf haben. So, Moment. Schauen wir uns das nochmal an. K. K für gucken. Purple. Rough Purple Spinals. Purple Spinal. Kevin Floor. So. Ich gehe dann nochmal rein in den Stockpile und dann schauen wir uns das an. Also bei Stone war es nicht. Ein. Nein. Nein. Purple Spinal. Nein. Also können wir das hier disablen. Dann wird's vielleicht. Ja, was kann es denn sein? Bars und Blocks? Eigentlich auch nicht. Tja. Ist das das hier irgendwo? Findet man das da? Also ich habe natürlich jetzt nicht auf dem anderen Monitor oder sonst wo die Dwarf Fortress Wikipedia offen. Das wäre natürlich einfach, könnte ich sofort reinschauen, aber habe ich nicht. Tja, das wird wohl länger dauern, das hier zu finden. Ah, hier geht's auch noch weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Purple Spinals, tatsächlich. Unter Gemmen. Gut, dann soll das so sein. Dann bitte Gemmen da reinrollen. Da haben wir die Rough Spinals einen Platz gefunden. Unserem Mason können wir unterdessen auftragen, dass er vielleicht auch einfach mal schon mal Särge herstellt. Man weiß ja nie, wann der erste hier fallen wird. 7 Stück sind wir, also 7 Leute sind wir. 7 Stück mal bitte bauen. Dann könnte er Waffen und Rüstungsplätze schon mal herstellen. Und dann vielleicht noch. Ja, ne, soweit erstmal dann nichts. Okay. Damit haben wir eigentlich schon mal alles Wichtige erledigt. Ach genau, Moment. Wir haben hier noch irgendwo diese Fischer. Fischerworker, genau, der ist gerade am Holen. Der könnte doch zum Beispiel damit beauftragt werden, sich um die Tiere zu kümmern.
Animal Training, Animal Care, Hunting, Trapping, Small Animal Dissection. Genau. Sehr gut. Dann mach das bitte mal. Und wo ist dein Kollege? Der andere, der war, ach, das ist der Expeditionsleiter, genau, meiner. Und das ist auch noch so ein Fischer. So, der möge bitte, ja, bei dem könnte man das natürlich auch noch einstellen, dass er das gleiche macht. Aber ich glaube, den lassen wir dann doch mal lieber als Farmer. Farming, Farming Fields. Butchery wäre ganz gut. Und einer muss ja auch hier brauen. Und Pflanzen bearbeiten, melken, scheren, spinnen, kochen, pressen und, naja, um Bienen muss er sich jetzt nicht kümmern. Aber, und spinnen und scheren, na, doch. Ja, das muss man dann früher oder später alles aufteilen. Okay, sehr gut. Fishing related. Im Fischen ist er dann auch beschäftigt. Okay. Sehr gut. Und der andere Fischer, der fischt dann doch bitte auch noch. Genau. Okay. Gut. Dann haben wir mal wieder ein paar wichtige Aufgaben verteilt. Denn gerade auch das Brauen ist eine wichtige Aufgabe. Okay, wie wir sehen, funktioniert das. Und ich hoffe doch, dass hier der Auftrag noch bleibt. Train Hunting Animal, genau. Das sollte noch so bleiben. So, Moment. Announcements. Der Woodcutter, der bricht das Einräumen in einen Behälter ab. Jobgegenstand im falschen Ort. Okay. Na gut, die müssen jetzt natürlich auch erstmal hier die ganzen Bins verteilen. So, der Fischer, der bricht das. So, Moment, schauen wir uns mal die Aufgaben an. Tier kann nicht geschoren werden, kein Tier dazu da. Alles klar, das passt. Fishery Worker cancels Training Hunting Animal. Keine Kreatur und auch kein Hund, kein Kriegstier da, keine Kreatur. Und wir brauchen eine leere Truhe, um ein Tier fangen zu können. Das machen wir doch. Wo haben wir denn hier die Traps, also die Fallen? Da, Make Wooden Animal Trap. Ist P. Machen wir da mal ein paar von. So, und danach machen wir Training Spear, Training Saw, Training Axe, Buckler und ein Shield. Okay. Okay, passt ja. Butcher a dead animal. Wir haben noch keine toten Tiere. Oder doch? Ich mal gespannt. Wir haben ja da oben Fische. Aber in dem Moment, das macht ja der Fischer. Dann wird der Job abgebrochen werden. Capture a live fish. Sollte, ja, irgendwann mal der Job sein. So, da wird jetzt gerade ein Tier rangeschleppt. Was wird mit dem gemacht? Ach, das wird. Moment, Moment. Ach, wie geil. Der wollte hier aus dem Tier wollte er, von mit dem Tier wollte er Käse machen. Wollte er es melken und Käse machen. Und dann hat er festgestellt, das Tier ist gefährlich. Hier, da. Handling dangerous creature. Er musste mit einem gefährlichen Tier umgehen. Na gut, bin ich jetzt mal gespannt, was er da macht. Jetzt kommt er mit dem gleichen Tier. Wo schleppt der das jetzt hin? Ja, da kann auch kein Käse machen, weil der da mit dem gefährlichen Tier rumhantieren müsste. Okay, also Käse können wir schon mal vergessen. Vielleicht kann er ja die Kreatur melken. Wäre ja mal keine Kreatur da zum Melken. Sind das alles Männchen? Aber wir haben doch extra eine Kuh geholt. Das ist eine Kuh. Das ist auch eine Kuh und das ist ein Bulle und das ist auch ein Bulle. Sind die also
nicht da, die nicht in der Lage, hier Milch zu geben. Wäre ja schade. Na, okay. Dann lass uns mal überlegen. Ah ja, wir haben jetzt unsere Särge da. Die können wir dann natürlich auf dem Friedhof platzieren. Den können wir auch mal hier oben einbauen. So, dann machen wir da mal einfach einen Friedhof hin und bringen da die Sarkophage hin. Ja, warum macht denn der Farmer hier, warum geht das nicht? Warum kann denn der ja nichts? Ja, warum kann er das nicht machen? Tja, haben wir denn schon Material da, um. Ah ne, nicht Scheren. Moment, Kanzel. Haben wir denn schon Material, um Stoffe herzustellen? Spin Thread. Das ist ein großes S und kein kleines S. Schauen wir mal einfach. Könnte man natürlich. Mal schauen. Okay, ach genau, bevor wir das vergessen, hier mal schnell noch die Betten zuweisen. Make Bedroom. Größe ist okay. Assign Bed. Das kriegt der Expedition Leader. Das nächste Bed bekommt der Miner. Das nächste Bed bekommt dann noch ein Miner. Das wird ihm dann auch noch zugewiesen. Kriegt er der Carpenter. So, das machen wir mit den anderen Betten natürlich auch. Was kriegt hier der Fischer? Und jetzt stellen wir fest, wir haben 8 Zwerge. Wie soll das denn gehen? Ich dachte, wir hätten 7. Nee, wir stellen fest, dass ich nicht zählen kann. So. Okay. Alle Betten zugewiesen. Alle haben jetzt ihre privaten Schlafgemächer, ihre eigenen Betten und damit sollten sie eigentlich dann zufrieden sein. Sehr schön. Okay, und ich sehe, wir sind schon wieder über die Zeit hinausgeschossen. So, Studie, Wotficott, Woodcutter cancels, make wooden training sword needs logs. Oh, wir brauchen neue Baumstämme. Okay, die besorgen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!